So wie versprochen, es geht gleich weiter, Folge 15. Schauen wir kurz, ob es hier oben noch was hat, das wir brauchen können. Wir sind hier immer noch in der Höhle von der Magiergilde. Irgendwie mag ich das Zombie-Beschwören doch ziemlich. Ich finde das lustig. Seelenstein, Kohle, ein Rubin. Was haben wir hier noch? Amethyst. Ein ganz normaler Eisendolch und eine Truhe. Ah, hier sind so schön viele Tränke. Wir gehen da weiter. Hier muss doch sicher irgendwo noch. Noch mehr Seelensteine sein. Aber es sieht nicht danach aus. Oh, was war das? Das ist eine Falle. Weg da. Steh nicht auf den Stein. Komm hierher. Zu mir. Gut. Umgekehrt, keine Zauber wirken, währenddessen ich schreie. Nee, jetzt. Bleibt das jetzt an? So. Gut. Haben wir dich noch kurz aus? Oh, etwas Wertvolles. Ich meine, er sah auch richtig schick aus mit dem Ding auf dem Kopf. Oh, die kann ich aktivieren, die Säulen. Da muss ich sicher irgendwie das speziell aktivieren. Ein orkischer Kriegshammer, aber so viel kann ich nicht mit mir tragen. Was muss ich hier für Zeichen setzen? Ah, hier sieht man es im Hintergrund, da oben. Das ist der Fisch oder Wal oder so. Da machen wir einen Adler draus. Lol. Eine Schlange wird auch zu einem Adler. Das hier wird eine Schlange. Was war hier hinten? Adler nochmal. Und auf dieser Seite stimmt es so. Schwere Rüstung. Na, dann muss ich es halt wieder fallen lassen. Oder vielleicht etwas anderes fallen lassen. Ich habe da doch sicher noch 26. Wie viel hat der? 24, sieht aber viel besser aus. Ja, wir lassen den fallen. Ist er doch wertlos. Wir machen mal weiter. Kein gutes Zeichen. Wir beschwören da nochmal was. Komm schon. Und arbeiten nochmal mit Flammen. Ich gehe da mal hoch, denn. Oh. Wow, was ist das denn? Gelegt. Man sieht es, oh, ziemlich stark. Oh, und er kann ziemlich weit zuschlagen. Aha, oh. Ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Brennen. Voll dünn, oder? Ein Wolf, mein Wolf. Oh, der war stark. Haben wir dann noch was auf den anderen Seiten? Nein. Komme ich so oder so nicht rüber. Mit dem Sprung schon, aber
Also mit dem Wirbelwindsprung meine ich natürlich. Aber ansonsten komme ich nicht rüber. Urne. Na, danke schön. Stahlpfeile. Das sieht mir wieder nach einer Falle aus. Ja, das war auch eine Falle. Die sind cool gemacht, die Fallen, aber da muss man tierisch aufpassen, weil man sonst gleich stirbt. Solche Magiefallen sind gefährlich. Ich freue mich dann drauf, wenn wir die dann auch machen können. Okay. Ah, so. Das heißt, das hier muss noch eins rüber. Ne, warte mal, jetzt wechseln die alle. Adler. Fisch. Das muss eine Schlange sein. Das muss ein Adler sein. Was? Was? Das muss ein Adler sein, aber wenn ich den bewege, bewegen sich, glaube ich, auch andere. Haben sich die anderen jetzt bewegt? Nur der hat sich bewegt. Ja, der stimmt jetzt. Und wenn ich den bewege, was bewegt sich nur der? Alles klar, bei dem bewegt sich einer, zwei, drei und vier, glaube ich. Aber jetzt sollte es stimmen, wenn ich das so gesehen habe. Fisch, Fisch, Schlange, Adler, Adler. Jo, wir probieren's. Klappt. Klappt prächtig. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ja. Mann, habe ich dich vermisst. Ein Rubin. Und hier noch Alchemie. Verlorene Legenden. Die verbotene Legende hat begonnen. Die verbotene Legende. Vor langer Zeit wurde der Erzmagier Aldur ermordet und seine drei Söhne von König Haralds persönlichen Kampfmagiern zur Strecke gebracht. Der gesamte Vorfall wurde planmäßig vertuscht, ihre Namen aus jeglichen Aufzeichnungen gelöscht, doch die Legenden überlebten. Vielleicht gibt es ja jemanden, der weiß, was an dieser uralten Geschichte dran ist. Ich aktiviere das auch mal. Vielleicht finden wir da während dem Laufen noch etwas. Und ich habe da noch Pilze gesammelt. Die Pilze, die brauche ich jetzt zusammen. Und Hühnerei mit. Jo, beenden wir. Ich muss die überflüssigen Tränke noch loswerden. Ich muss noch viel Gewicht verlieren. Wir müssen unbedingt nachher noch Dinge verkaufen. Und wir sollten dringend da nicht draufstehen, nicht draufstehen, nicht draufstehen. Hm. Ach, Lydia. Du bist mir eine. Was haben wir Schönes hier? Oh, ich freue mich auf die Legenden. Ach, wow, was ist das? Oh. Was ist das? Also so etwas. Seht euch das an. Oh nein, der steht auf. Oh nein, der steht auf. Schutzgeist. Walte deines Amtes. Ich werf dir alles gegen den Kopf. Okay, mein Schutzgeist ist schon... Wow. Wir beschwören einfach... Weißt du was? Kämpf gegen Tausende von meinen Schutzgeistern. Habe ich aus Versehen meinen eigenen gegrillt. Okay, das funktioniert so nicht. Jetzt ist er schwach, jetzt ist er schwach. Ja.
Und Lydia geht als Siegerin hervor. Dum, 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 dum. Ein Amulett. Versiegelungsform. Blub, blub. Puh. Okay. Schau noch kurz, was der dabei hat. Oder was da drin ist. Alles nur Gold. Was zur Hölle ist das? Das ist einfach faszinierend. Was ist es? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Natürlich. Bitte beeilt euch. Mach ich. Ist nur die Frage, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Ups. Noch ein Spruch. Orkisch. Jetzt bin ich wieder zu schwer. Mensch. Hab ich da noch unnötige Kleidung? Und den Schild brauche ich so oder so nie. Wir werfen den weg. Wow. Ein neuer schöner Eisspruch. Zuerst holen wir da mal Verstärkung. Jetzt bin ich noch unschlüssig, was ich da machen möchte. Ob ich weiter der Magiergilde helfe. Wo ist da der Knopf? Da. Nein, ein Hebel. Ein Griff. Renn da mal raus. So. Nun, ich weiß nicht, ob ich denen helfen möchte, also weitermachen möchte bei der Magiergilde oder doch der Legende folge. Denn ich habe die Legenden noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Wirkt aber sehr interessant. So, wir reisen schnell. Ja, möchte ich. Magier. Eine Magierin. Ich entscheide mich für die Legenden, weil das wirkt doch spannend. Ist doch spannend. Auf zum Erzmagier. Muss ich da hin? In die Gemächer des Erzmagiers. So. Wo ist er? Wo sitzt er? Da sitzt er. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Bin ich? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Machen wir jetzt. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aaron, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Natürlich. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist.
Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Noch ein Schüler verbrannt? Ist ein Schüler... Oh. Na gut, wir haben eine Art Kugel gefunden. Verstehe. Tolftier. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Gibt es... Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Magier Lichts. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Bin immer noch da. Ich entschuldige dich, ja. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich weiß. Ich möchte dir gerne ein paar Gegenstände geben. Denn ich bin wieder mal zu schwer. Du trägst für mich... die Felle, das Eisen, noch mehr Eisen, das hier, noch mehr Felle. Ich darf das einfach nicht vergessen, dass ich ihr das alles gegeben habe. Gold, Hirsch. Warum zum Teufel habe ich Miet dabei? Und eine Karotte? Na mal los. Was stimmt da nicht? Ich habe eine Karotte dabei? Warum tue ich sowas? Warum habe ich sowas? Essen, Brot, Käse, Huhn. Ja, wir trinken noch was. Ja, muss ich jetzt noch mit dem anderen guten Mann sprechen? Nur die Frage, wo der ist. Wo ist der andere? Da seid ihr ja. Hi. Ich habe euch schon gesucht. Ja. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Ankano nach euch gefragt hat. Ich glaube, er sucht nach euch. Ich bin nicht sicher, nur... Nun passt auf, was ihr zu ihm sagt, ja? Mach ich. Nein, nun, ich... Ganz unter uns. Es gibt Gerüchte über ihn, dass seine Beraterfunktion nur ein Schwindel, ein Vorwand ist. Dass er in Wirklichkeit für die Talmor spioniert und versucht, ihnen Informationen zu liefern. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber es kann nie schaden, etwas misstrauisch zu sein, nicht wahr? Das stimmt. Gern geschehen. Gewiss. Zerstörungszauber gibt es in verschiedenen Formen, die alle... Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht zu wissen. Habe ich sie doch glatt was gefragt, was mich nicht interessiert. So laufen wir einfach weg. So wie man das halt macht. So. Kurz auf der Karte schauen, wo wir da eigentlich hin müssen. Nee, warte mal. Sprich mit Urak Groschub. Ich schalte das noch kurz ab. Ja, der ist doch drin. Nochmal rein. Und nochmal hoch. Ja. Tut mir leid. Jetzt dachte ich, ich muss da raus. Muss ich aber nicht. So scheint es. Ich muss da... Hä? Hätte ich da nicht auch einfach von der anderen Seite kommen können? Naja. Gehen wir mal zu dem werten Herrn und schauen, was der so meint. Wo bist du? Da. Hallo. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Cool. Stört man Arkaneum,
und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, du bist braucht ihr Hilfe? Ja, wir müssen da was machen. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Jupp. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Die gestohlenen Bücher finden. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, da fängt mich der Möchtegern-Spion schon ab. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ich hier, ja. Ihr wart doch in Satal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Vielleicht. Oh, steht sogar vielleicht. Das vielleicht. Ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Teufel ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Was geht euch das an? In Satal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufel dir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Ja? Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte. Besonders mich. Nein, ich erst recht nicht. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Mann, bist du ein Arschloch. Oh, das nein, habe ich nicht gesagt. Tut mir leid, niemand hat das gehört. Oh, nein, ich möchte da nicht stehlen. Da steht übrigens stehlen. Ich gehe da mal hoch. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Totaler Trottel. Ja, bevor wir die Bücher holen gehen, Angelegenheiten gehören nicht dazu. Bei den Beschwörern werde ich hier nochmal einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich gegen die Beschwörer kämpfe. So, bis dann.